Karthago hat es gebaut, ja, das XXL-Wohnmobil auf Basis Iveco Daily. Ja, das Modell 2021, hier ist Jackie, ich grüße dich herzlich. Hallo, danke. Ja, das ist natürlich ein halber LKW, sage ich mal. Es ist noch nicht ein ganzer LKW, aber das ist die Lieferwagenkategorie der größeren Klasse. Ja, das klappt inderdaad. Das zit op een Vrachtwagenchassis, op de Iveco Daily, 6,5 ton chassis. Dit is ook het grootste voertuig dat we bij Karthago kunnen aanbieden. Met een lengte van 9 meter, een 3 liter motor, 210 pk op, met een ZF. Aandrijving. Ja. Genau, ich übersetze das mal kurz. Das ist das Größte, was ihr anbietet. 3 Liter Motor, 8 Gang ZF Getriebe ist mit drin und ein Chassis mit 6,5 Tonnen. 6,5 ja. Tonnen. Das heißt, das macht richtig Dampf. Jetzt die zweisprachige Version für unsere flämischen Zuschauer, die wir jetzt gerade haben. Es ist der i61XL LE. Und er hat alles an Bord, denn die neuen Ivecos haben nämlich jetzt auch Fahrerassistenzsysteme an Bord. Das war vorher nicht möglich. Nee, das ist helemaal nieuw von dit jaar ist das. Die haben sich auch zugelegt auf die Veiligkeit von het Rijden. Adaptive Cruise Control, Erkennung von den Verkehrsborden, sitzt er allemaal nieuw bei Iveco. Genau, das heißt, die Verkehrskennzeichenerkennung, er hat einen Bremsassistent mit drin, er hat einen aktiven Spurhalterassistent und das Schöne ist, ich habe eine beheizte Frontscheibe mit drin. Ja, das kann auch gekozen werden, das ist eine Option, die man kann kiezen, um einen verwärmten Vorreiter zu haben. Ja. Genau, das ist dann ganz, ganz einfach. Ja, wenn man so von der Seite schaut, ist es ein relativ langes Modell. Geht schon so ein bisschen in die Kategorie Concorde und Morelo, oder? Ja, dus we hebben bewust bij Karthago gekozen om dit als langste voertuig te hebben op Iveco Daily. Omdat dit een enorme ruimte biedt, ook 3,5 ton mag men Anhänger haben. Dus de Anhanglast ist 3,5 ton. 3,5 Tonnen Anhängerlast, sagt er. Ja. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Ich habe eine richtige Fahrereingangstür. Die gibt es natürlich bei Morelo nicht. Nee, das ist helemaal nicht. Das ist auch mal makkelijk bei der Payage. Als man iets wil gaan doen, dann ist man rap uitgestapt bei der Deur van de bestuurder. Genau, er hat gesagt, also wenn es mal in die Mautstelle geht, dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Gut, es geht, aber ich muss ehrlich sagen, ich fahre ja selbst in Morelo. Da geht es nur auf der LKW-Position. Ansonsten heißt es aussteigen. Was ganz Schlimmes ist tanken. Man muss komplett durchs Wohnmobil durch, eventuell mit Diesel an den Schuhen. Wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Hier die Tür. So, und da sieht man direkt, da ist auch schon das noch. Schau mal hier. Ja, ich mach es nochmal. Nur noch eine Kehr. Ja, mach es nochmal. Omdat ein Hochchassis ist, heeft men een Hulp. Bei het Openen von der Tür kommt ein Trapje uit. Ja. Genau, da kommt die Treppe raus, weil es ist ein Hochchassis, was mit drin ist. Was ziemlich cool ist, ist die Integration. Also das ist bei Karthago wirklich perfekt gelöst. Das heißt, also Iveco Daily ist eh ein bisschen breiter, aber nur edelste Stoffe, Leder. Ja, Leder und dann hetzelfde Material, waar het dashboard van gemaakt is, wordt ook gebruikt om uw dashboard te verlengen tot aan de raam. Ja, hier vorne ist die Rückfahrkamera links. Ja, de meest beste plaats om een achteruitrijcamera te plaatsen is hier links, omdat man ook links en rechts in de spiegel kijkt. Vorne hat man auch das Multifunktionslenkrad, das gab es vorher auch noch nicht. Nee, das ist auch immer neu von dit Jahr, dus dat man ein Anzahl Funktionen kann bedienen vanaf het Stuur. Hier sieht man so kleine Details an den Sitzen, hinten die Nähte, die haben alle Sichtnähte. Ist es da möglich, den Stoff zu bestimmen, was man innen hat? Ja, man heeft keuze tussen een lederen Stoff, dus leder en halfleder. Ik denk dat er 14 keuze van stoffen kunnen zijn waar dat man kan uitkiezen. Also man kann Leder haben, man kann Halbleder haben, man kann wahrscheinlich Alcantara haben. Alcantara ist die Basis, ja. Das ist ein ganz tolles Material. Wer immer sagt, Alcantara wäre schlecht, ja. Unglaublich leicht zu reinigen. Ja, ist auch so. Sie sind auch immer mit Teflon gekocht, also Anti-Fleck. Der Flussstoff dringt nicht durch, aber bleibt bovenop treiben. Ja, hat mein Sohn eben schon einen kompletten Kaffeesatz auf. Man konnte es ausbessern, das war kein Problem. Hier ein schönes Detail. Ich habe einen Außenstauraum, der speziell zum Beispiel für Getränke ist. Ja, es steht hier ausgebildet für Getränke, aber er kann natürlich für alles gebraucht werden, omdat es sehr makkelijk toegankelijk ist. In der Seitkant von dem Fahrzeug. Ja, wir sprechen hier von richtigem Wasser. Hier ist eine Druckwasserpumpe von Lilly. Ja. Das ist gut. Ja, inderdaad. Man sitzt hier mit einem längeren Buisensystem. Man muss auch genug voldoende Kraft kriegen an der Ausgang von den Kranen. Und da heeft man gekozen für diese Waterpumpe.
Ja, die macht nämlich richtig Druck. Sie funktioniert auch gut. Ja. Das heißt, sie ist relativ leise, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch leisere, die kann man nachrüsten, aber das ist schon gut. Vielleicht ein kleines Detail, das hier ist außen mit Stoff bespannt. Das ist natürlich, dient unter anderem der Akustik, aber auch natürlich der Isolierung. Ja, ja, Isolierung, Akustik und Bescherming von Materialien, die man in diese Räume platzt. Und das ist auch natürlich eine mooie Abwechslung. Wenn man jetzt irgendwas gegenknallt oder so, da ja, passiert nichts, ja. Das ist schön. Ja, auch hier die Beschläge, das ist ordentlich vernietet, direkt 6-mal. Ja. Das ist gut, oder? Ja, da muss Sicherheit, da muss die bepaalde Qualität heeft een bepaalde Bevestigung nodig. Ja, inderdaad. Ja, super. Wenn du mal kurz hier aufmachst, bitte. Nee, der ist nicht offen. Er ist nicht offen, da nee, ist Gas drin? Ja, da ist die Gasflak, das ist Gas für 2 Gasflaschen. Ja. Man kann auch mit dit Voertuig gebruik maken van de Gastank en langs buiten LPG tanken. Ja, ganz wichtig aus die großen Reifen, die ich da drauf habe, das ist richtig LKW-Klasse. Das heißt ja, also, hier habe ich eine hohe Traglast, 5 Bar Druck geht da drauf, ja, das ist ordentlich. Druck, ja, inderdaad. En dan ook, omdat het een Vrachtwagenchassis is, zijn dat winterbanden die erop liggen voor heel het jaar. Men hoeft niet een aparte set winterbandjes te voorzien, als man nach den Skigebieten will reiten. Ja, hier eine absolute Besonderheit, es öffnet nach oben. Das habe ich ganz ja, selten gesehen, das heißt, wenn es regnet, man wird nicht nass. Nee, inderdaad, und das gibt auch viele Möglichkeiten, um in zu laden. Die Freiheit von der Tür ist enorm und das ist wohl typisch für diese Fuhrtage. Ja, und hier die Ladekante, ein Traum. 450 Kilogramm Belastung. Riffelblechboden, den habe ich hier drauf. Das heißt, ja, jetzt kann es losgehen. Das heißt, mit Schuhen ja, kann ich rein. Ja, alles kann rein. Die Dinge, die Scooter, die Vespa, selbst Motoren können worden, die reingesetzt werden. Auch bij opletten, sehr laag Instap. En de Afwerking von binnen in Vult für het Geluid. Het is een holle ruimte, versterkt het geluid. En deze vult gaat ervoor zorgen dat alles akoestisch wat beter geregeld is. Je had gezegd, man kan alles reinmachen. Man kan Fahrräder reinmachen, man kan Motorroller reinmachen. Das Ganze ist akustisch entkoppelt hier oben. Und ich habe einen riesen Stauraum und eine ganz große Höhe, was glaube ich wichtig ist, ja, wenn ich mal E-Bikes einladen möchte. Ich ja, bleibe nicht immer hängen mit den. Nee, het is 1,48 meter hoog. Man kan hier zonder obstakels alle voertuigen binnenplaatsen. Ja, klasse. Ja, das ist das, was man von hinten sieht. Ihr habt eine spezielle Werkzeugform entwickelt, ja, und habt dieses Heck hier ausgeformt. Das ist nicht billig. Also sowas ist natürlich optisch ganz wichtig. Ja, inderdaad. In diese Klasse Voertuig ist natürlich der Achterkant, die durch iedereen gesehen wird, sehr belangrijk. Und gaat dann auch für uns ein klein bisschen ein Parade, ein Meisterstück moeten sein, um de Carthago te herkennen. Toll, oder? Ja, super, super. Super Material. Super gemacht. Das ist schon ein kleines bisschen Liner, oder? Ja, ja, das kommt auch von der Liner. Das evolueert ieder Jahr. Und man passt dann ein bisschen zu an der Hand von Segment, wo man ihn koopt. Ja. Ja, richtig toll. Das ist, ich komme da gar nicht drüber weg, dass ihr die nach oben öffnet. Ja, vanaf een bepaalde Serie, vanaf de E-Line, da gaan de klippen langs boven open. Okay. Um meer toegankelijk te hebben in uw garage. Ja, hier so ein kleines Detail, wie schön das hier verarbeitet ist. Natürlich, ja, die Heckdusche ist mit drin, das muss sein. Ja. Die habe ich auch, wer sie also nicht hat, der vermisst sie, wenn ich vom Strand komme. Ja, auch ein keer lecker gefietst, lecker warm, even afspoelen. Je ziet auch die hele elektro, dat wordt hier vanachter bij elkaar gebracht. Heel toegankelijk om een verzekering te vervangen en om te kijken als ergens iets moest schelen met de elektra. Ja. Ja, dahinter ist nämlich die Elektrik versteckt, da sind die Sicherungsautomaten drin, da kann ich einfach gucken, das ist gut gemacht. Ja, habt ihr auch eine zentrale Klappensteuerung? Geht das? Das haben wir. Bei dieser Serie wurden die Buitenleuken elektrisch vergrendelt. Genau. Ich sag's mal gerade, bei dieser Serie ist das jetzt inklusive? Ja, ist das inklusiv. Dus die Buitenklappen, behalve das Toilett und die Gaskast, und das geht nicht mehr mit elektrisch. Ich nehme an, dass das links und rechts auch getrennt ist? Ja, das geht alles zusammen. Ja. Ja, wir gehen am besten gleich mal rein. Man sieht es hier oben, ihr habt Fenster mit drin. Ist da eine Option Echtglas? Ist das möglich? Oder ist das schwierig? Ja, moest het Echtglas ein Vorteil sein, so man das hier over nachdenken. Maar ja, diese Materialien. Das ist sehr, sehr haltbar, oder? Ja, das ist sehr haltbar. Ja. Genau. Hier die Eingangstür, der Hammer, tolles Holz. Ihr habt euch viel Mühe gegeben und natürlich der Fliegenschutz. Ja, die ja, Moskitos. Das ist natürlich, da können wir nicht zonder. Ja, inderdaad, ingebouwd in de deur. Ja, ihr habt eine schöne Integration der Markise, sie wirkt nicht wie aufgesetzt. Nee, das ist hier eigentlich ein Dachmontage. Eine Dachmontage ist eine stabilere Montage ten opzichte von einer Wand, weil dann kriegt man den Druck auf die Wand. Und das hat man hier weten zu verkommen. So, ich zeige mal ein kleines Detail. Das ist hier natürlich so ein Eintritts
Motor für, ich sag mal, mögliche, das ist schon sehr stabil, drei Punkte? Drei Punkte, das ist Drei-Punkt-Sluiting, das ist der Hartl, das ist natürlich das Paradepaardje von Hartl. Das ist natürlich, das ist ein Gleis, die man dicht tut. Schön, oder? Ja, sehr schön, ja. So, hier vorne, man kann komplett durchladen, das heißt für Skier und Co. Ja, Skier. Ich habe dann Klanten, die een surfplank, een platte plank kunnen doorschuiven. Het biedt heel veel mogelijkheden voor ieder wat wil. Ja. Ja gut, das ist natürlich in der Klasse über 6 Tonnen. Da habe ich Platz, da kann ich zuladen. Das Leergewicht von dem Fahrzeug? Leergewicht ist ungefähr rund 4,5 Tonnen 7. So, und hier vorne habe ich natürlich jetzt den Chic, den ich auch in der Liner-Klasse habe. Das heißt, die gleichen. Der Preis von dem Fahrzeug? Oh, das beginnt hier bei Iveco vanaf 180.000. Genau. Ja. So, das schauen wir uns aber gleich mal an. Die Preisliste ist draußen und ja, man riecht das Leder, Patricia. Ja, man riecht es. Und was ich hier besonders cool finde, ist das in der Mitte, oder? Da haben wir eine Uhr. Was ist das andere? Ein Temperatur und ein Hydrometer. Ja. Genau, das sieht so ein bisschen aus wie im Bugatti. Ja, Bugatti. Yachting. Yachting, ja, bei die Booten, bei den Yachten. Wordt dan een beetje nagebootst, die Glockenset. Hubbett zu der Schrankversion. Wie ist es ungefähr? Ist 50-50? Ja, bei uns in Belgien kiest man 8 Keren auf 10 für das Bett in Platz von dieser Version. Also es wirkt ganz anders. Das heißt, wenn ich hier drin bin, habe kein Hubbett drin. Ich habe viel mehr Platz, viel mehr Raum. Ja, heel veel plaats. Man kan doorlopen tot van voor. Man hoeft zich niet te bukken, ook voor grote personen. Man heeft hier de hele lengte kan benut worden om door te lopen en te blijven staan. Hammer. Ja, der Tisch, der hat es in sich. Man kann ihn ausziehen und zwar ganz leicht. Wenn du mir das einmal kurz zeigst, geht das? Ja, kann ich dir zeigen. Denn das ist die normale Transportposition und dann kann man ihn einfach aufmachen. Klack, klack, das kennst du schon. Das ging ja super einfach und schnell. Ja. Das kenne ich nur vom Morello und von Concorde. Das heißt, das ist Liner, oder? Ja, das ist Liner, inderdaad. Vroeger hebben wij ook Liners gebouwd en verkocht gehad. We hebben bewust gekozen om een stapje naar beneden te doen. Maar al die techniek hebben we meegenomen in deze voertuigen. So, ich zeig mal gerade vorne, das ist das neue Cockpit von Iveco. Es ist alles viel schöner geworden. Und hier ist es, das neue Wandlergetriebe 8-Gang von ZF. Das ist ein wahrer Traum, das Getriebe. Und ihr verkauft es wahrscheinlich nur mit Wandlergetriebe, oder? Ja, het wordt enkel verkocht met die ZF, die achttrap. Dat rijdt onwaanzinnig lekker op die 210 pk. Dat is een super combinatie weer. Ja, je hebt luchtvedering erin? Ja, luchtvedering is van achter aanbevolen. Van voor kan er een hulpluchtvedering komen. Steunpoten, men kan hier zowel de hele optielijst van de Liner-klasse kan men hier uitkiezen. Ja, das heißt, die Hinterachse hat Luftfeder. Ich kann es auch rauf und runter lassen. Ja. Das ist ziemlich klasse. Was ziemlich cool ist, das zeige ich mal gerade. Ich kann hier sitzen auf dem Platz und habe einen 40 Zoll Fernseher, der wahrscheinlich noch versenkt werden kann, oder? Ja, da gaat elektrisch. Da gaat elektrisch nach beneden. Als wir auf dem Bedienungspanel den Media-Knopf opzetten. Ja, es kann sein, dass die Sicherung. Da ist es. Ja, dann kann das gewoon elektrisch nach beneden. Zodat het eigenlijk s'avonds opgeruimd is als men gaat slapen en door de dag geen obstakel is in uw voertuig, want dan komt het raam natuurlijk weer tevoorschijn en kunnen we genieten van de mooie omgeving. Wahnsinn. Also ich bin ganz begeistert, wie toll die Integration bei euch ist. Und natürlich Iveco Daily, da sprechen wir über 300, 400, 500.000 Kilometer Laufleistung. Kein Problem. Nee, das ist kein Problem. Meeste Menschen ist ein 10.000, 12.000 per Jahr gemiddelde. Etwas weniger. Dus die 300.000, ja, das ist natürlich, da geht 30 Jahre mehr dann. Ne? Ja, das hier ist also ein Reisemobil, mit dem kann ich so 4, 5, 6 Monate mal nach Spanien fahren, nach Portugal. Ja, kein Problem. Das ist ein Appartementje, was ihr mit heeft, mit aller Luxe versehen. Und schick? Ja, richtig schick. Wie kann man denn diese, das ist ein Kaffeemaschine. Espresso, ja. Ja, wie funktioniert das? Ja, ich denke, das ist manuell. Ja. Jetzt ganz einfach hochdrücken, voilà. Ich habe dieselbe Kaffeemaschine. Ja, das ist die Integration. Ja. Da oben ist schon wieder dieser Halter, den ich da versprochen bekommen habe. Siehst du den? Genau, der oben drin ist. Ich muss mal gucken, wo es den gibt. Denn da kann man die Kapseln reinmachen. Und die Küche überhaupt, die ist wunderschön, oder? Ja, das ist vorig Jahr helemaal vernieuwd. En iets meer moderner, iets meer design geworden. Was toch wel vraagachtig. Maar steekt fantastisch in elkaar. Veel opbergruimte, mooie verwerking, de ronding in de keuken. Ja, super.
Die Fahrzeuge, die werden jetzt hier in Deutschland gebaut oder wo? Ja, diese Serie Fuhrzeuge wurden in Ollendorf gebaut. Ja, wo? In? In Ollendorf, ja. In Ollendorf? In Ollendorf, ja. Okay, und hier hat man das Waschbecken. Das sieht man auch wieder. Ja, man kann alles abdecken, man kann es abwischen, ist leicht zu reinigen. Ja, ja, dus als man de wasbekken niet nodig heeft, dan kan man het toedekken en dan kan man nog eventueel andere spullen erop leggen om uw tablet ruimte te kunnen besparen of te vergroten. Ja. Das ist total schön. Also man fühlt durch das Weiße und Helle, ja, hat man ein unglaubliches Raumgefühl. Ja, inderdaad. Das ist auch ein klein bisschen, was wir nodig hatten de laatste jaren, omdat Carthago ein klein bisschen klassiek altijd is bestempeld ten opzichte van Concorde, Morello, noem maar andere merken. We hebben een inhaalmanoeuvre gedaan en dit is het resultaat. Dat is waanzinnig mooi. Ja, der Vorteil ist, er ist nicht ganz so hoch. Das heißt, das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich auf irgendwelche Campingplätze fahre nach Italien, ja, wo die Bäume da runterkommen, da komme, ja, ich mit meinen 4 Metern immer schlecht durch. Ja. Dit, yep, dit zitten we hier rond de 3,40 meter, 3,48 meter maximum. Dus we zitten toch nog een halve meter onder de 4 meter, die ons meer toegang biedt op diverse locaties in het buitenland. Ja, stark. Also besonders toll finde ich dieses Geschwungene, das erinnert wirklich an ein Schiff, oder? Eine Yacht. Ja, inderdaad. Men heeft nog kosten, nog moeite gespaard om te integreren. Mocht men het kiezen voor een bed, dan is dat bed ook zeer mooi geïntegreerd met deze houten rondingen waar men eigenlijk het idee heeft dat de kasten doorlopen. Genau, hat gesagt, das Hubbett wird genauso integriert, das sieht genauso schön aus. Das Ganze ist dann ein bisschen tiefer, wenn du mal so lieb bist, vorne mal einen Schrank aufmachst. Da steht Push drauf. Und das Tolle ist, man hat Hochglanz, aber man sieht überhaupt keine Fingerabdrücke. Nee, das Spezialmaterial ist das. Menschen putzen nicht graag, als sie auf Vakantie sind. Dus man heeft hier een bepaalde laag opgezet om die vingers te weren. Großes Kino, es riecht so schön nach Leder, das muss man wirklich sagen. Also das ist so die Haptik, wenn die Leute reinkommen, das riecht schon edel, oder? Ja, inderdaad. Als man ook het echte leer gebruikt, Qualitätsleer gebruikt, ja, dan blijft dat lange tijd in uw voertuig. Hè? So, hier hat man ganz wichtig oben den Grill. Ich grille fast jeden Tag. Also wenn Leute sagen, nicht nur Brötchen, sondern ich sag jetzt nicht nur die Pizza, man kann da Fisch, man kann alles so machen. Ja, man kann heel veel mit den Ofen doen. Natürlich die Toegankelijkheit is misschien iets moeilijker, omdat het hoger mensen, ja, zijn. Wat. Misschien hat da noch ein Verbeterpunt, aber den Ofen ist super, um zu gebruiken. Ja. Ja, das Schöne ist der neue Dometic. Ihr habt euch für eine Außen... Ich sag mal, ein Außendekor in Weiß entschieden. Das kann man selber ändern bei Dometic. Das ist sehr schön und ja, man, ja, sieht den Kühlschrank fast nicht. Nee, inderdaad. Man kann auch kiezen für die dunkle Aufwerkung. Das ist eine Option. Die Kühlkasten sind auch bei heel het Gamma bei Carthago, die langs zwei Kanten open gaan. Und er geht von beiden Seiten auf. Das, ja, wird die Patricia gleich mal zeigen. Wenn ich nämlich, ja, im Badezimmer bin, und will mal schnell, ja, eine Cola holen nachts, ja, weil, ja, ich nicht schlafen kann. Von welcher Kante man auch aufkommt, man kann die Tür öffnen in die Richtung, dass man läuft. Inderdaad. Toll, ja, das, ja, Bedienfeld, ja, das ist original auch bei Morello. Das heißt, ihr habt den gleichen, ja, gleichen Lieferanten, das ist professionelle Qualität. Ja, inderdaad, wir mogen hier auch nicht op toegeven. Wir müssen natürlich das Beste auf den Markt nehmen. Einfach zu bedienen, einfach aflesbar. Und das ist ein Standard-Bedienungspanel, inderdaad. Ja, und die alte Fußbodenheizung macht es dann perfekt? Ja, die tut es helemaal gut. Heel mooi instellbar, heel veel Möglichkeiten, um zu programmieren. Ja. Spiegel großer, der ist zwar ganz, ganz dünn, aber wenn man weit weg geht, kann man sich komplett sehen. Ja, inderdaad, das klopt. Es staat mooi geïntegreerd, um mir natürlich das Ruimtegevoel zu geben. Ja, man kann das machen. Hier sieht man ja die Tür. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich mich mal schick mache oder ich kriege Besuch und will einfach nicht, dass jemand hinten reinguckt, kann ich einfach die Tür zumachen. Ja, inderdaad. Menschen, die dit soort voertuigen kopen, das sind auch Menschen, die graag gasten ontvangen en die misschien niet graag een badkamer of een bed, dat netjes opgeruimd willen laten. Dus heel veel mogelijkheden om het voertuig in bepaalde compartimenten af te sluiten. Ja, man kann es komplett abtrennen, hat gesagt. Ja, das sind Menschen, die natürlich das ordentlich haben möchten, ja. Ja. Oh, wenn ich es hier immer sehe, ich muss direkt wieder mein Fahrzeug aufräumen, denn es sieht so unordentlich aus. Hier ist natürlich alles neu, es sieht aus wie im Möbelhaus. Man kann aber vieles verstehen. Oh, Licht. Ja, Licht, heel veel Licht bei Carthago. Man kann auch sehen, dass die Lichten auch dimmbar sind. Ja. Man kann die Lichten dimmen overal, man kann Lichten kiezen, welche Lichten dat man opzet, Sphärenverlichting, funktionelle Verlichting. Also man kann alles dimmen, es gibt unglaublich viel Licht, es gibt hier Lichtszenarien, die ich machen kann. Ich habe sogar unglaublich viel Licht und natürlich, was am allerwichtigsten ist bei so einer Dusche, ja, ich habe eine Regendusche eingebaut. Ja. Ja. Genau, einfach mal ziehen. Ja.
Ja, das ist Liner. Das ist Liner, oder? Das ist Liner, ja. Das ist de Kapazität van de Liner. We hebben hier 240 liter water ter beschikking. Een goede pomp om het water te verdelen. Een regendouche die perfect zijn werk doet. En een zeer ruime oppervlakte. Ich glaube, die Leute in dieser Klasse, die verlangen, glaube ich, Fahrgestelle, Iveco, ich glaube, das passt zu dem Auto, oder? Ja, inderdaad. Op een gegeven moment, als men naar dit segment gaat, dan moet het totale plaatje kloppen. En dan heeft men dat Iveco-chassis nodig op deze lengte en met deze afwerking. Men kan eigenlijk geen compromis maken hier. Ja, cool ist die Integration von der Dusche. Guck mal, die ist in dem Fenster integriert. Das ist doch lecker. Ja, speciaal gedaan voor mensen die wat groter zijn, gelijk ik, die 1,90 meter zijn. Ook om comfortabel in uw douche onder zo'n regendouche te kunnen gaan staan. So geil. Guck mal hier. Da ist jetzt ein Stilbruch. Das heißt, hier habe ich jetzt ein ganz modernes Design, in Grau. Jetzt kein Holz mehr, zu Recht. Ja. Ein ganz toller Akzent, oder? Ja, inderdaad. Man heeft hier de mogelijkheid aangegrepen om van het hout af te stappen. En om iets modern design te plaatsen. Om zo de modernere rijrichting in te rijden. Genau, wenn du hier mal ganz kurz beschreibst, wie sich das anfühlt. Es ist ganz glatt. Wahrscheinlich ist das wieder so Material, wo man richtig gut reinigen kann. Ja, und aber es ist nicht glänzend. Es ist nein, so matt. Nein, es ist matt, genau, wie du sagst. Krass, schön. Ja, und hier unten haben wir ganz viele Schubladen. Du hast eben schon eine aufgemacht, gell? Mal gucken. Da kann ich dann Handtücher und so weiter reinmachen. Ja, die Toilette ist getrennt. Das ist, wenn man weiter südlich geht nach Italien. Niemals würde ein Italiener sein Geschäft neben seiner Frau machen. Ja, nee. Wir sind auch ein von den wenigen, die ein echtes Toilett apart haben. Ja. Dat dann nicht geïntegreerd ist in die Badkamer oder in de Dusche. Er ist auch eine mooie Oplossing gefunden. Man kann de Benen, ich kann de Voeten onderin plaatsen. Er ist extra Ruimte für Menschen, die wat langer van Benen sind. Er hat gesagt, wenn man ganz lange Beine hat, zur Not kann man sogar rausmachen, wenn ich jetzt 2,20 Meter groß bin. Auch das würde gehen, lass die Tür einfach offen. Das geht auch. Natürlich, der Handtuchhalter darf nicht fehlen. Nee, da mag ook niet umbreken. Dann ist ein mooie Platz, die da te zetten. Ja. Schön. Ich kann sogar hier die Temperatur extra regeln von der Alde. Ja, vanaf een bepaalde serie kan men de temperatuur in bepaalde zones regelen. De badkamer en slaapbereik. Als men comfortabel in de zetel zit van voor en men wil 22 graden, willen we die temperatuur niet op de slaapkamer. Krasser Kleiderschrank. Ich glaube, das ist aber, wenn ich ja wegfahre, brauche ich ja viel Platz. Ja, hier müssen wir die Frauen mit überzeugen natürlich. Und die meisten Frauen finden das geweldig, um in so einem Fahrzeug so eine große Kleerkast zu können meenemen. Ja, er hat gerade gesagt, also auch die Frauen, die sind hier glücklich, oder? Ja, sehr glücklich, wenn sie das sehen, ja. toll finde ich das Holz. Ihr habt das Holz immer wieder unterbrochen mit weißen Applikationen oben drauf. Ja, das ist auch wieder in Aktie, um diese Fahrzeuge etwas moderner zu machen. Ein kleiner Tint, ein kleiner Akzent auf die Tür zu legen. Zeitlos, gell? Ja, voilà, kijk, super. So, hier vorne. Ja, jetzt habe ich noch eine Tür, was auch ganz praktisch ist. Ja, da habe ich einen großen Spiegel. Ja. So, und da kann ich hier nochmal zumachen. Ja. Schaki. Ja, in der Badkamer sind Spiegels natürlich belangrijk. Für die Frauen, ja, wo du langs alle Kanten können sehen, das kann hier perfekt. Also, das ist nicht, wo du bist, ja, du bist nämlich hier. Ja, ich bin hier, ja, das klopft. Ja. Der kleine Spiegelpalais. Der kleine Spiegelpalast, hat er gesagt. Der kleine Spiegelpalais. Wenn du mal kurz hier aufmachst, da an der Seite. Ja, das wäre hetzelfde System als bei allen Karthagen. Nochmal? Nochmals. Das heißt, ich habe wieder Hanging Garment. Ja, das klopft. Wir haben hier heel veel Opbergruimte, die man kann indelen. Ja, ich glaube, das wünschen sich doch die Frauen. Das heißt also Platz für hängende. Verhangende Kleidei, Jassen, Jurkjes, noem maar op. Ja, we hebben er natuurlijk. Und das Ganze natürlich auch beleuchtet, nicht dunkel. Nee. Ah, das hier gefällt mir gut. Das muss ich mal sagen. Auf der anderen Seite. An twee Seiten, ne? Dann seid ihr ja schon ein bisschen Konkurrenz für Morello, wenn ich das hier sehe. Ihr habt viel mehr Platz auf der gleichen Länge. Ja, das Einzige, was uns mankiert, ist die Räume, die Morello anbietet. Omdat wir gekozen haben für Fahrzeuge von 9 Meter. Ja, ja gut, man kann etwas mehr zuladen. Das ist natürlich, wenn ich dann den ganz großen Führerschein. Wir reden aber hier von Leuten. Wie ist das in Belgien? Es gibt da auch noch den alten Dreier wie in Deutschland. Gibt es das auch, dass ich bis 7,5 Tonnen fahren darf? Nee, bei uns ist eine heel deutliche Regelung. B-Rijbewijs tot 3,5. Halve ton okay. En wil u zwaarder rijden, dan heeft u C1 LKW. Ja, LKW. Okay, dat heißt, also in Belgien is het zo, daar gibt es das nicht wie in Deutschland.
kann, dass die etwas Älteren, so wie ich, einen Führerschein haben. Hier ist ein Fernseher mit drin, ich zeige es mal gerade hier vorne. Da oben sieht man es. Der hat 24 Zoll. Aber ich glaube, das langt mal. Ist ja nicht so weit weg, oder? Ja, also ich bin total sprachlos von diesem Fahrzeug. Es hat tatsächlich was von Morelo und total Luxus und hell und es ist einfach toll. Und natürlich, was mir am besten gefällt, und also das ist ja klar, das sind die Kleiderschränke, ja. Nee, viele Kleiderschränke. Also selbst ich habe nicht so viele Kleiderschränke. Das ist schon eine Frechheit, ja, dass ich das habe. Festtanktoilette, ist das möglich? Ja, da kann hier gekozen worden bei Iveco. Ein Fäkalientank von 140 Liter. 140 Liter Fäkalientank. Ja. Und die Tank, Frischwasserkapazität, wie hoch ist die? 240 Liter. 240 Liter. Ja. Abwasser? 180. Gut. 180. 180, ja. Genau, so ist es. Und ja, ganz große Schränke. Was toll ist, wenn du, ich filme es ja gerade auf der linken Seite, die Linie ist nicht unterbrochen. Das heißt, ich habe eine durchgehende Linie. Ja, natürlich, weil das ist ein bisschen Design. Das fällt auch auf, dass die Kasten nicht echt auffallen, aber doch anwesend sind. Das stimmt. Also die fallen überhaupt nicht auf, die Kästen. Dann habe ich hier natürlich auch noch eine, ich sag mal, einen Ausguck. Thema Klimaanlage, ist hier eine verbaut? Nein, es ist noch kein Echo eingebaut, aber da kann natürlich auch dafür gekostet werden. Kann man einbauen. Ja. So, wir gehen mal raus. Das Fahrzeug ist unglaublich umlagert. Wir haben alles gezeigt. Jackie, dann können die Nächsten schon mal rein, denn das Thema Iveco ist ja auch eine Frage Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, was ja, inderdaad, bei Iveco beginnt man vanaf 170.000 Euro für ein Basisvoertuig. Also 177? Ja, 177. Und dann kommt natürlich de opties die u kiest, het voertuig zelf samenstellen. Dat gaat dan 250.000 Euro. Ja, was tolles Heckantrieb, das bedeutet also, dass der Antrieb ist dort, wo die meiste Last ist. Ja, inderdaad. Achterwielandrijving, Sperrdifferentieel. Sperrdifferentieel mit drin, ja. Das ist Iveco. Ja, genau. Iveco, wintertauglich, wintervast. Geen enkele obstakels mit der Achterwielandrijving auf einer natten Wei oder auf einer schlechten Bahn. Ja. Ja, du hast Kunden, die kaufen schon seit Jahrzehnten Karthago. Ja, das klappt. Das heißt, die tauschen das ein, die sehen das hier jetzt. Das ist schon die nächste Generation, kann man sagen, oder? Das ist die nächste Generation, ja. Das sind Menschen, die die Möglichkeiten haben, um diese Fahrzeuge zu kaufen. Und die wollen natürlich auch graag het laatste nieuwe haben. Ja, viele, die gehen hin, die verkaufen eine Eigentumswohnung, die sie vielleicht noch haben im Bestand. Ja, die wollen mal ein bisschen reisen. Das Fahrzeug ist sehr leicht zu fahren. Das ist nach einer Zeit fast wie ein PKW, oder? Ja, dus, das ist altijd het Vorteil von diesen Fahrzeugen, ist, dass sie eigentlich rijden gleich ein gewohnes Fahrzeug, gleich ein Auto. Das enige, was man ein bisschen rekening, ist natürlich die Länge und die Breite. Aber da bin ich nach einem Weg, bin da helemaal gewend. Das kann man aber üben, sage ich jetzt mal. Ja, kann auch, ja. Ganz, ganz große Spiegel. Ja, wenn du mal sagst, du bist aus Belgien, ihr habt wie viele Punkte habt ihr in Belgien? Wir haben 5 Filialen in Belgien. We zitten nu over heel het land, bij Vlaanderen in Wallonië, kort tegen de Luxemburgse grens. Ja, super bedrijf, veel aanbod, veel aanbieding. En de naam nogmaals van jullie? Ons bedrijf noemt Dika Motorhomes. Okay. Ja. Dika Motorhomes. Ja. Das ist es, aus Belgien, ja. Aus Belgien. Jackie, Dika Motorhomes hat das da. So, also wenn Sie Fragen haben, Jackie erleben wollen, ist kein Schauspieler, oder? Nee. Ein Aktor. Nee, kein, das ist mein erstes Interview, dus ich bin helemaal zenuwachtig, maar großes Kino, ja, vielen, vielen Dank, Jackie. Ja, ciao, okay. Ciao. Jo, bye.